Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und spiele heute im Stream Yonda weiter. Dieses total putzige, niedliche Spiel spiele ich jetzt so als Abschluss vom Stream. Nachdem ich jetzt fix und fertig bin, nach 6 Stunden Diablo. Ich habe ja meine coole Angel, ne? Und ich gucke mal, was wir uns eigentlich alles noch besorgen können. Wisst ihr was? Ich gucke mal ganz kurz, ob sich das gut mit dem Controller spielt. Das ist ja vielleicht für euch auch interessant zu wissen. Schauen wir jetzt einfach mal. Oder ob sich es gar nicht mit dem Controller spielen lässt. Weil irgendwie macht mir das so den Eindruck, dass es ein Controller-Spiel eigentlich auch ist. Liegt auch nicht alles so perfekt, muss ich sagen, auf der Tastatur. Und bevor ich da jetzt ewig rumtue... Ah ja, da komme ich dahin. Wenn das Spiel zu laut ist, bitte meckern. Oder vielleicht auch sagen kurz, ob es passt oder zu leise ist oder so. Dann würde ich das Ganze noch anpassen. Ah ja. Nee, das schaut gut aus. Ich glaube, ich spiele es jetzt im Controller. Setze ich mich nur ein bisschen gemütlicher hin. Schiebe ich die Tastatur mal weg hier. So. Okay, jetzt bin ich auch noch gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. Okay. Alles gut. Wasser, Öl. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Ich probiere es mal mit dem ersten. Nee, das ist voll. Das hier, ne? Stein, Steinbogen, Steinsäule. Oh, das wird aber laut. Oh, das ist die falsche Taste. Okay. Steinbogen. Was haben denn die Händler hier? Heuere als Landarbeiter an. Sprich mit Fiodor. Ich kann anheuern. Wähle Essen zum Hergeben aus. Ach so. Ist das nicht der, der auch den Fisch wollte? Ich gebe ihm mal einen Dippfisch. Mal schauen, was er dann macht. Ein Farmarbeiter hilft bei der Arbeit auf einer Farm. Er kümmert sich um Tiere, macht sauber und steigert die Produktion von Gegenständen. Hm. Toll. Ich liebe Dippfisch. War jetzt aber irgendwie ironisch, oder? Ich hörte, die Vorräte an Keramik waren in Töpferei Frostfeuer sind komplett aufgebraucht. Ey, ich dachte, der war das, der den Fisch wollte. Ach so, wahrscheinlich muss ich ihm den... Also ich hoffe, das war auch wirklich der. Und ich habe ihm noch nicht gegeben. Ich habe ihm den schon gegeben, letztes Mal noch. Gut. So. Was hast du denn so Schönes? Ach Mensch, jetzt drücke ich immer die falsche Taste. Er hat Dippfisch, Eisenerz, Bleierz und eine Falle. Toll. Ich brauche aber einen Steinbogen und eine Steinsäule. Aber ich weiß noch gar nicht, wie man das herstellt. Hui! Dann machen wir einfach erstmal was anderes. Und ich werde das schon nebenbei rausfinden. Lyadut-Blumen. Ja, komm, wir sammeln jetzt einfach ganz gemütlich die Blumen. Das war sie nicht. Ah, du bist ein Kleiner. Du bist aber süß. Na, komm mit. Na, komm jetzt mit. Ich will den Kleinen haben. Ich will den jetzt haben. Komm, komm, komm. Na komm, du Groffel, du. Ja, schön. Braves Groffel. So ein braves Groffelchen. Ja, jetzt komm halt mit. Meh.
Jetzt komm. Der möchte irgendwie nicht. Und gleich wieder noch eins. Wart ab. Ich hoffe so sehr, dass ich auch wirklich gleich meinen Dings finde, meinen Hof. Ja, das ist ein bisschen nervig, dass die Viecher so langsam sind. Was ist das? Ein Spiel. Das habe ich gestern schon angefangen. Hast du das gar nicht mitbekommen? Das war zwischen den zwei Diablo-Einheiten. Ach, scheiße. Der hat halt kurze Beinchen. Ja, stimmt. Wenn du das so sagst. Oh. Aber die großen Viecher brauchen auch so lang. Sind wir denn noch richtig? Waren wir überhaupt jemals schon richtig? Ich habe gar keine Ahnung. Wie mache ich denn die Karte auf? Haha. Mein Hof. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Kurzbeingroffel. Ach so, hast du nicht mitbekommen. Goldsee, Südfeldhof. Wenn ich jetzt wüsste, wie mein Hof heißt halt, ne? Hat das noch jemand im Kopf, wie mein Hof heißt? Das ist nämlich jetzt doof. Könnte der Südfeldhof sein, oder? Dann wäre ich jetzt aber falsch. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal nachschauen, wie mein Hof heißt, weil das hat, glaube ich, nicht viel Sinn jetzt da. Das Viech durch die Gegend zu schleppen und nicht zu wissen, wie der Hof heißt. Also die Blumen pflücken und den Hof suchen. Und wenn ich dann weiß, wie der heißt, dann kann ich auch nach der Karte danach gehen. Es könnte sein, dass der hier irgendwo ist. Also ich gehe einfach mal. Ich gehe einfach mal zu dem Ausrufezeichen. Ich weiß es natürlich nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du weißt, wie mein Hof heißt. Wo du gar nicht dabei warst. Das war genau in deiner Mittagspause wahrscheinlich. Da, 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 da. So ein putziges Spiel. Das ist ein guter Ausgleich. Aber ich fange schon wieder an zu gähnen. Jedes Mal bei dem Spiel. Warum? Entschuldigung. Ich sollte mir einfach noch schnell einen Kaffee machen. Warte mal, Ausrufezeichen? Ich glaube, das ist der hier, der grüne hier. Klar, weil ich ja jetzt angeln kann. Fischlein, Fischlein, klein. Magst nicht an meinem Haken sein. Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist das egal. Bist du vegan? Wie gehen die im Angelwettbewerb hier? Um zu gewinnen, musst du mehr Fische fangen als alle anderen. Du musst in 3 Minuten so viele Fische fangen wie möglich. Bist du bereit? Gut. Ab wann geht die Zeit los? Oh, sie geht schon los. Gehe angeln. Aber ich habe das ja noch gar nicht gemacht mit dem... mit dem Controller. Super, dass es dunkel ist. Ich sehe gar nichts. Aber bei Nachtangeln soll ja eigentlich ganz gut sein. Es ist schon eher ein Controller-Spiel, merke ich gerade. Weil auch das Angeln einfacher ist. Ein Depfisch! Okay, warte, ich stelle mich mal hier vorne hin.
Ein Fisch. Juhu, noch ein Dippfisch. Ich habe schon zwei Fische. Wer sind die anderen? Ich habe noch gar keinen Konkurrenten gesehen. Da ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Ein ganz großer Fisch. Jetzt nur um die Anzahl oder auch um die, das Kilo? Weil der sträubt sich ja viel mehr als die anderen Fische. Oh Gott. Mir geht gleich der Finger vom Controller. Oh, ein Prinzessinfisch. Ja, der hat sich auch angestellt wie so eine Prinzessin. Fällt mir auch die Brille runter. Nochmal, nochmal. Los, los, los. Fischi. Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Max und Happy. Enterfisch. Und nochmal. Ich bin jetzt voll drin hier. Voll im Angelfieber. Angelfieber. Fieber. Was ist das denn für ein Brocken? Sprüll grad hier voll ins Mikro. Chantal, kommst du her? Also. Boah, ein Königsfisch. Hier kriegt man voll die guten Fische. Aber ich hoffe, ich werde dafür belohnt, dass ich jetzt noch mehr habe. Silandranas, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. So, muss fischen, muss angeln. Muss fischen. Fischen, fischen, angeln, angeln. Komm her. Ich würde das jetzt voll dreist finden, weil die Dippfische, die sind ja viel einfacher zum Angeln. Fisch. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Na los, noch einen. Einen schaffe ich noch. Komm, 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 komm. Da, 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 da. Komm, komm, komm. Schnell. Mann! Oh. Was für ein Fang. Du hast den Wettbewerb gewonnen. Ja, da war ja auch sonst niemand. Da haben wir uns einen echten Meisterfischer geangelt. Ja, ich habe gewonnen. Oh Gott, meine Hand. Oh, voll gut. Ich habe gewonnen. Was will er denn jetzt noch? Ach, Mensch. Fischlein, Fischlein klein, magst du nicht an meinem Haken sein? Bist du dick oder schmal? Wenn du am Haken hängst, ist das egal. Ich hab doch schon gewonnen. Ich hoffe, ich hab die Fische alle noch. Sonst wäre ich echt, traurig. Ah, schön. Ist das eine Blume? Ja, aber die falsche. Mensch, wo gibt's denn die Blume, die ich brauche? Ja, jetzt bin ich aber zu schnell hierher gelaufen. Aber warte mal, was sagt der so? Hm. In letzter Zeit ist es schwierig, hier in Matschabrucht Ausrüstungswaren zu bekommen. Toll. Was für eine Weisheit. Der hätte Wasser. Eins würde mir reichen. Hat er auch Öl? Er hat Käsekuchen! Ich will auch einen Käsekuchen. Lecker. Und er hat Öl. Jawohl, ich brauche nur eins. Das sind 40.
Ich hätte Bleierz. Da könnte ich ihm 3 Fang geben. Bekomme ich dann noch diese 5 Vs oder kriege ich die dann nicht mehr? Schauen wir mal, oder? Oh nee, da hätte ich noch was für einen 5er reinlegen müssen. Na egal. Jetzt kann ich zumindest die Quest mal annehmen. War das hier? Ja. Dann gehe ich jetzt zu dem. Ach, der steht ja auch gleich hier. Hui. Ich heb meine Angel hier die ganze Zeit. Muito bom. Du hast alles. Okay, bring diese Butterbeerenblume zur Flussmühle und mache Mehl. Ich hab schon Mehl, ich hab schon Mehl. Ich hab schon alles. Exzellent. Benutze jetzt dein Kochset und mische das Mehl mit den gesammelten Zutaten, um ein Leibbrot zu machen. Was soll ich tun? Wie komme ich denn in mein Menü? Ich konnte leider auf die Schnelle keinen Namen von deinem Hof finden. Hast du den überhaupt benannt? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man den benennen kann. Aber ich werde gleich nochmal gucken. Meine Nase juckt. Juck, 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 juck. Das ist jetzt die Frage. Alter Schwede, das Game hat ja nicht zu verachtende Systemanforderungen. Ja, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Das hätte ich den Leuchti genannt, echt. Das hätte so gepasst. Ach, da kann man kochen. Falsche Taste. Köchin, hier, Brot. In die Pfanne. Warte mal, erstmal brauche ich das Kochset. Und dann möchte ich Brot machen. Hä, wieso fehlt mir jetzt auf einmal das Wasser dafür? Das hatte ich doch gerade eben noch. Hat der mir jetzt mein Wasser geklaut? Der alte Sack. Also, das geht ja gar nicht. Hier steht noch ein Wasser 1. Da fehlt das Wasser. Aber beides, Wasser und Öl, fehlt jetzt auf einmal. Muss ich das irgendwie erst auswählen? Hier ist das... Ich habe schon Brot gebacken. Ich habe schon Brot gebacken. Alles gut. Ich dachte, das hätte nicht funktioniert. Maravilloso. Dein Brot schmeckt muito bom. Willkommen in der Kochgilde. Bitte nimm diese Rezepte, frohes Kochen, Reisender. Ach, es kann auf einmal auch normal reden. Du hast entdeckt, Gesellenabzeichen Kochgilde. Aufgabe erledigt im Gebiet Crestfallküste. Ein Achievement habe ich auch bekommen. Und ein gekochtes Ei. Nee, ein Rezept. Festivalsaft. Ah, das ist der, den will irgendjemand haben. Bärenkuchen. Weiches Ei mit Brot. Oh, ich krieg Hunger. Das geht doch gar nicht gerade. Ich glaube, ich muss mir nachher Pizza bestellen. Ich sag jedes Mal, ich bestelle mir Pizza. Ihr meint schon, ich esse es jeden Tag Pizza. Aber ich mach's dann immer nicht. Und esse dann irgendwie einen Salat oder so. So. Ich überlege gerade, stelle als Koch für die jeweiligen Gilde Sachen im Wert von 1000 her. Bisher 0. Ich hätte
ertrinken! Nicht ertrinken, alles gut, Mensch, Pippi. Wo steht denn hier jemand, der was von mir möchte? Nee. Hier ist doch ein ganz großes Ausrufezeichen. Ich habe jetzt ein ganz großes Fragezeichen. Ups. Dabei sieht es ja nicht mal so bombastisch aus, ja. Aber es sieht niedlich aus. Aber halt, dafür braucht es schon echt viel. Närrische Gelehrte dachten, sie könnten das Kind des Königspaares heilen, indem es den Wolkenfänger überlastet. Albernes Geschwätz. Oh, da oben ist er. Guck mal. Ich bin ertrunken. Nicht mal schwimmen kann man hier. Wie komme ich denn zu dir? Ich ertrink hier immer. Ach Mensch. Tag 15, Jahr 1. Ja, dann... Nee, ich will jetzt wissen, wie ich zu dir da hochkomme. Ganz ehrlich. Ach nö, jetzt bin ich schon vorher ins Wasser. Einmal noch. Ich habe es übrigens gerade eben geschafft, dass mein Mischpult mit TS und Discord arbeitet. Jetzt bin ich wesentlich lauter. Super, jetzt hast du es genau danach geschafft. Oh, guck mal, da steht eine Kiste. Und ich habe ein Achievement bekommen, aber war da überhaupt was drin? Also wirklich, dass ich so viel gähnen muss gerade, ist echt schlimm. Ich habe es gefunden. Ich habe mir gerade gedacht, das kann doch nicht sein. Die in ihrem Kleidchen kommt da ja auch sonst nicht hoch. Dieb! Schurke! Lausiger Lemmington Langfinger! Schöne Alliteration. Jemand hat meinen Lemmingtons gestohlen. Ich habe so schöne Küchlein für Oma Myrtle gebacken. Seit sie neulich diesen furchtbaren Sonnenbrand bekommen hat, geht sie nicht mehr aus dem Haus. Ich weiß, dass Amöbel, Imolkin und Bugs in der Nähe waren. Kannst du herausfinden, ob jemand etwas mitbekommen hat? Okay. Soll ich den Kaffee rüberbringen? Ja, bitte. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Hui! Oh, ich dachte, ich kann da unten durchlaufen.